Moin, heute geht es mal um Android Auto. Ich werde heute mal alle Funktionen zeigen, die Android Auto kann. Und wir starten direkt mal im NTG 6 System und später gehen wir nochmal ins NTG 7 System. Und wir beginnen damit, einmal die App herunterzuladen. Ab Android 10 ist es so, dass man die App nicht runterladen muss, sondern man ist, die App ist schon vorinstalliert auf dem Handy. Aber wenn man das machen möchte oder noch machen muss, geht man einmal in den Play Store, sucht hier oben nach Android Auto. Und dann hat man hier auch schon die App. Und wie wir sehen, es ist schon installiert, weil das hier eben schon Android 13 ist. Genau, das heißt, ganz simpel, wir nehmen unser Datenkabel. Das ist ganz wichtig, dass es ein Datenkabel ist. Meistens auch das mitgelieferte Kabel vom Handy. Und dann ganz wichtig, wir stecken das hier vorne in die Mittelkonsole ein. Und es ist ganz wichtig, dass es dieses Zeichen hier hat mit diesen Daten, weil das kann eben nur Android Auto und Apple CarPlay verbinden. Genau, wir stecken das hier ein. Dann gehen wir sogar parallel mal in die Android Auto App, die ja schon vorinstalliert ist. Das ist jetzt hier bei den Einstellungen zu sehen. Genau, gehen wir mal rein und drücken auf Auto verbinden. Und er schlägt mir eben schon vor, Kabel verbinden. Das mache ich jetzt mal. Und es geht direkt hier los auf dem Bildschirm. Er sagt mir akzeptieren und starten oder ablehnen und beenden. Ich mache mal bei beiden hier zulassen. Und wir sehen, Android Auto wird gestartet und ich kann hier anfangen mit der Einrichtung. Genau, Einrichtung auf dem Autodisplay fortsetzen. Ja, genau. Das heißt, wir fangen jetzt hier an. Willkommen bei Android Auto. Dann mache ich mal auf OK. Dann einmal auf Weiter, genau. Und zack, sind wir drin. So einfach geht's. Das Wichtige ist eben, das Kabel muss ein Datenkabel sein. Und dann einfach das Verbinden, das Handy, und zack, sind wir drin. Genau, was haben wir jetzt hier für Funktionen? Wir sehen direkt die Karten, also Google Maps, und können hier eben auch unser Ziel eingeben. Das können wir entweder hier oben machen mit dem Touchpad. Ich sag jetzt mal, gucken, ob er das findet. Süverkrüpp. Daimlerstraße Kiel. Genau, und einmal auf Route starten. Und wir können Daimlerstraße nach Süden starten. Genau, wir haben sogar die Fahrerempfehlungslautstärke, die wir auch einstellen können, über unser Lenkrad und haben hier gleich die Navigation vorliegen. Wir können es auch über die Sprache machen. Dazu müssen wir einfach hier den Sprachknopf lange gedrückt halten. Das ist dann wie Google aktivieren. Route zu Süverkrüpp, Automobile, Daimlerstraße 1. Süverkrüpp, Mercedes-Benz Kiel, Daimlerstraße ist bei starkem Verkehr eine Minute mit dem Auto von deinem Standort entfernt. Gut, starker Verkehr haben wir jetzt hier nicht auf dem Gelände, aber ich weiß nicht, was da vorne los ist, ob da jetzt irgendwie Stau ist oder so. Aber hier sieht das so aus, als wäre hier vorne an der Straße Stau. Naja, aber es geht auch eben über die Sprache. Geht es auch mit Hey Google? Mal gucken. Hey Google? Ah ne, es ist okay Google, ne? Okay Google? Ah, das funktioniert sogar auch so. Krass. Entschuldige, ich habe dich nicht verstanden. Ja, alles gut. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn wir hier oben einmal oder hier unten ins Menü reingehen, dann sehen wir jetzt hier oben die ganze Übersicht von Android Auto. Und wenn ich hier auf Mercedes gehe, kommen wir zurück zum MBUX-Menü. Das heißt, wir können auch ganz einfach hin und her switchen zwischen dem MBUX und Android Auto und sehen hier oben auch diesen Punkt Android Auto und können da eben ganz normal wieder raufklicken und dann kommen wir sofort zurück zu Android Auto. Auch sehr entspannt gemacht. Jetzt haben wir noch die Einstellungen und wir können hier sogar Hintergründe festlegen, auch richtig viele sogar. Auch gerade zum Thema Auto, hier Nähte oder hier schönes Karo-Muster. Sieht fast aus wie die S-Klasse oder ein Gitter. Genau, also viele verschiedene Möglichkeiten, die es hier gibt. Und wenn ich jetzt mal zurückgehe ins Menü. Als nächsten Punkt haben wir hier sogar Erinnerungen. Das heißt, wir können uns auch Erinnerungen während der Fahrt speichern, auch über die Sprache. Wenn wir sagen, okay Google, erinnere mich an Folgendes. Woran möchtest du erinnert werden?
Daniel anrufen. In Ordnung. Daniel anrufen. Wann soll ich dich daran erinnern? In einer halben Stunde. Okay, ich werde dich heute um 12.31 Uhr erinnern. So können wir eben ganz entspannt während der Autofahrt uns Erinnerungen festlegen und können die eben auch speichern. Genauso wie es mit den Kalendereinträgen funktioniert, da können wir eben auch sagen, wir können hier raufgehen auf den Kalender. Und jetzt sehen wir heute keine Termine, aber da können wir eben eintragen, okay Google, trage einen Kalendertermin für mich ein. Wie möchtest du den Termin nennen? Videodreh. Okay, wann ist der Termin? Heute 15 Uhr. Klar, Videodreh heute um 15 Uhr. Möchtest du das speichern? Ja. Alles klar, ich habe es eingetragen. Auch Kalendereinträge gehen super einfach über die Sprache und können das dann da einstellen. Und ich sehe hier oben auch gerade so eine 1. Ich glaube, hier wurde gerade was hinzugefügt. Genau. Die Erinnerung von gerade eben wurde hinzugefügt. Das heißt, wir können hier oben sogar über das Benachrichtigungssymbol uns unsere Benachrichtigung aufrufen, was auch sehr praktisch ist. Genau, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen ins Menü und zum nächsten Punkt gehen, können wir eben sogar WhatsApp nutzen. Das heißt, wir können auch während der Fahrt WhatsApp benutzen und über die Sprache Nachrichten schreiben. Da sagen wir auch einfach wieder, okay Google, schreibe eine WhatsApp an Daniel. Daniel, gerne. Was möchtest du sagen? Hallo Daniel, wie geht es dir? Die Nachricht lautet, Hallo Daniel, wie geht es dir? Möchtest du die Nachricht senden oder noch etwas ändern? Senden. Ich sende deine Nachricht. Und jetzt habe ich ganz entspannt über meine Sprache eine WhatsApp geschickt und die kann Daniel dann auf seinem Telefon sehen. Genauso können wir eben auch telefonieren, wenn wir möchten. Wenn wir auf Telefon gehen. Na, ich gehe mal so hin. Und da können wir eben auch unsere Anrufsliste sehen und können Kontakte auswählen oder können es auch einfach über die Sprache machen. Wenn wir sagen, okay Google, rufe Daniel an. Ich rufe Daniel an. Und jetzt müsste hinten bei Daniel das Telefon klingeln, genau. Und dann können wir hier eben auch ganz entspannt wieder ablehnen. Aber es geht alles super einfach über die Sprache und wir haben eben das ganze Telefon sozusagen oder alle wichtigsten Funktionen auf unserem Mercedes und können auch, können hier auch Podcasts anhören und haben hier unsere Podcast-App, wenn jetzt welche drauf wären und können auch Wetter abrufen zum Beispiel. Und wir können auch noch Android Auto anpassen. Und zwar, jetzt sehe ich auf meinem Handy, hat sich was geändert. Ich kann jetzt hier noch weitere Apps hinzufügen oder auch abwählen, wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich brauche den Messenger zum Beispiel nicht oder Nachrichten brauche ich nicht, sondern nur WhatsApp. Kann ich das hier eben auch abwählen und dann verschwinden die Apps auch beim nächsten Start. Wenn ich jetzt mal das hier speichere und das Kabel wieder ziehe, klar, ist die Verbindung weg. Und ich verbinde es wieder, dann sehen wir auch sofort, es wird wieder gestartet. Und das können wir auch noch einstellen, ob wir sagen möchten, bei jedem Start sofort Android Auto wieder oder ob es erstmal zu dem Mercedes-Menü gehen soll. Das können wir auch individuell noch in den Einstellungen vornehmen. Und wir sehen, Nachrichten und Messenger sind beide weg und können das eben hier ganz individuell anpassen, wie wir möchten. Genau. Und das sind alle Funktionen, die Android Auto so mit sich bringt. Und jetzt gehen wir mal in ein anderes Fahrzeug, in NTG 7, weil da ist die Verbindung zwischen Fahrzeug und Handy noch ein bisschen anders. Und wir sehen uns gleich. Eine Sache ist noch ganz wichtig, und zwar, wenn ihr Android Auto oder Apple CarPlay in eurem Mercedes nutzen wollt, braucht ihr die Smartphone-Integration von Mercedes. Das ist entweder bei der Neuwagenkonfiguration, kann man das als Paket dazu buchen, oder wenn ihr das nicht habt und einen Gebrauch gekauft habt, könnt ihr das sogar über die Mercedes Me App herunterladen. Natürlich wichtig dafür, Fahrzeug muss verbunden sein und die Dienste müssen aktiviert sein. Aber ihr könnt eben auch Smartphone-Integration einfach over the air im Fahrzeug herunterladen, was sehr praktisch ist und natürlich auch Voraussetzung für Android Auto.
zurück zum Thema. Wir haben jetzt hier das NTG7-System in der neuen A-Klasse. Bedeutet, wir können das Handy hier ganz einfach ohne Kabel verbinden. NTG7 gibt es ja auch in der neuen C- und S-Klasse. Und das geht eben ganz einfach über Bluetooth. Bluetooth. Genau, dann aktiviere ich das mal hier auf dem Telefon. Und ich gehe hier oben auf Telefon, einmal auf Geräte verbinden. Jetzt sucht er das Handy, hat er schon gefunden. Optimal. Genau, ich gehe hier auch auf dem Handy auf Koppeln. Und er fragt mich jetzt direkt, Android Auto nutzen. Da machen wir natürlich ja. Und auf dem Handy sagen wir, Kontakte auch zulassen. Und natürlich auch Nachrichten zulassen. Und jetzt sehen wir schon, wie auch gerade eben, es geht sofort los. Und das Gute ist jetzt, oder das Schöne daran ist jetzt, wir sehen, es ist jetzt im Widescreen. Und wir haben jetzt eben den vollen Bildschirm ausgefüllt und nicht mehr wie gerade eben, dass wir hier das so abgeschnitten hatten. Und das sieht schon sehr schick aus, allein weil wir jetzt hier unten die Menüleiste haben. Und wenn wir hier auf Apps gehen, dann ist hier eben auch alles ein bisschen weiter auseinander, ein bisschen größer. Und das sieht schon sehr schick aus. Genau, Funktionen sind dieselben, die habe ich ja schon vorgestellt. Aber es sieht einfach viel schöner aus, wenn wir das jetzt auf dem großen Display haben. Das sieht einfach passender aus. Und wir können hier eben auch ganz normal zurückgehen und haben hier oben wieder unser Symbol und können da drauf drücken. Genau, das waren jetzt mal alle Funktionen von Android Auto. Wir haben noch ein Video gemacht zu Apple CarPlay. Klickt gerne rauf, wenn euch das interessiert. Ja, ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.